Es sind chaotische Szenen auf den Straßen der Stadt Christchurch. Die Polizei regelt die Innenstadt ab. Wenige Minuten zuvor hatte es Angriffe auf Moscheen gegeben. Wir haben Schüsse gehört, berichtet dieser Mann. Sie kamen vom Haupteingang des Gebäudes. Und dann sind alle zu den Hintertüren gerannt, um sich selbst zu retten. Ich sah, dass einige Leute Blut am Körper hatten. In diesem Moment wurde mir klar, dass es wirklich ernst war. Es gab viele Tote, Dutzende Verletzte wurden mit Schusswunden in Krankenhäuser gebracht. Vier Verdächtige sind inzwischen festgenommen worden, drei Männer und eine Frau. An Fahrzeugen der Angreifer wurden Sprengsätze gefunden, sie konnten entschärft werden. Laut Augenzeugen schoss ein Mann zunächst in einer Moschee in der Innenstadt um sich. Dort hatten sich hunderte Muslime zum Freitagsgebet versammelt. Später fielen auch noch in einer anderen Moschee Schüsse. Ministerpräsidentin Ardern sprach von einem der dunkelsten Tage für ihr Land. Neuseeland sei angegriffen worden, weil es für Vielfalt stehe. Unter den Angreifern war ein Australier. Der Mann gilt als rechtsextrem.